Und der wird ausgebaut nach oben. Jetzt bleibt natürlich erstmal die Decke, deswegen werde ich jetzt erstmal einen Streifen Decke ziehen. Damit ihr auch wisst, wie ich das ungefähr meine, beziehungsweise wie ich es mir vorstelle. Ist es hier? Ja, dürfte hier sein. Jetzt wird das hier nach drüben gezogen. Und ich denke mal, ihr wisst schon, was ich da bezwecken will damit. Ganz schön breit das Haus. Jetzt hat. Kann ich darüber springen? Nö, aber ich weiß, wie ich es verkürzen kann, den Weg. Und dann geht es hier rüber. Das hier soll mein optischer Raum drin werden, dass praktisch hier einmal gleich rechts zum dritten Aufgang gegangen werden kann und zum, ja, was es hier auch immer sein soll, unsere Küche. Und dass man links praktisch einmal zum Wohnzimmer reinkommt, wo übrigens noch die Wolle fehlt. Als Tisch habe ich hier eine farbige Wolle da. Nee, aber ich könnte eine machen. Glaube ich, ich habe ja Rosen da, Blumen. Und zum Keller. Da kann man natürlich dann auch noch hin, wo auch natürlich noch diese Birke hinkommt. Aber ich will jetzt hier noch schnell fertig machen. Ah, reicht nochmal. Deswegen legen wir uns jetzt schnell schlafen. Wo ist das Bett? Ach, ich hab's ja glaube ich noch im Inventar. Wo ist das Bett? Links da haben wir's. Sieht irgendwie aus wie so eine geschrottete Bohne, aber naja. Ja, wo stellen wir denn das hin? Ich stelle es mal da, ja. Türen sind zu, ja. Und jetzt einfach mal eine Runde schlafen. Schlafen geht schnell, habe ich so gerade bemerkt. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass wir keine Spitzhacke mehr haben. Deswegen craften wir uns eine. Da, ich habe schon wieder keine Schaufel. Also es ist doch merkwürdig, oder? Es ist doch hier die richtige Kombination für eine Schaufel. Ja, da. Eieiei, was ist denn das? Bin jetzt verrückt. Also ich glaube, dieses Texturenpack hat hier leichte Fehler. Was mich eigentlich verwundert, denn ich habe es schon auf dem Multiplayer-Server probiert. Da funktioniert es ohne Probleme. Oder ich habe einfach immer die gleiche Reihenfolge getan, weil ich glaube, man muss erst die Steine platzieren und dann die Sticks. Kann ich ja nachher nochmal ausprobieren. Die Saplings habe ich schon da. Gut. Platzieren wir ein paar Birken. Und wie gesagt, das Texturenpack ist in der Beschreibung verlinkt. So. Und jetzt, ja, da drüben. Ich würde sagen, weil ich jetzt hier nicht auf euer Feedback warten kann, weil es ja immer noch dieselbe Aufnahme ist, wechsle ich gleich mal das Texturenpack auf das Doku. Oder nehmen wir das Default Texture Pack? Ich weiß nicht. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit zum Überlegen. Wir haben keine Saplings mehr, was die Brücke anbelangt. Damit wir auch mal diesen alten Stil reinbekommen, diesen alten Minecraft-Stil reinbekommen. Haben wir da eins hin und wo haben wir noch eins hin? Da noch eins hin. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welches euch am besten gefällt. Dann nehmen wir das auch langfristig. Sonst dackeln wir da in 100 Jahren noch mit verschiedenen Wahlweisen Texture Packs rum. Aber wir wollen uns ja irgendwann mal längerfristig oder langfristig auf eins festlegen, dass wir dann auch über ein paar Folgen bzw. ein paar Aufnahmen hinweg benutzen können. Und das hier schlachte ich jetzt auch nochmal. Hey! Schwein! Toll. Will mal was abgeben, tut er. Unser, wer heißt denn? Frederik, nee. Wie hießen die Schweine da, die immer beim Kika kamen? Ach, Mann, wie hießen diese Schweine? Dieses fette Schwein, dieses kleine fette Schwein da. Mann, ich müsste es mal wieder anschauen, damit ich die Namen wieder weiß. Wie hießen denn diese komischen Schweine da?
die bei meinem Sandmann war, das glaube ich immer kaum in Sinn. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja gut, ich habe es dementsprechend schon lange mal angeschaut. Wie lange ist es jetzt schon her? 8 Jahre? Ja, kommt gut hin. Wenn sogar schon länger. Ich fall hier gerade die falschen Bäume, aber wir brauchen sowieso Holz. Von dem her ist es egal. Welches Holz wir jetzt da nehmen? Birken sehe ich jetzt gerade keine mehr, außer der da drüben, der Baum. Der sieht mir so aus wie eine Birke. So. Ach, verdammt. Der ist nochmal eins höher. Ach, das ist unnötiges Aufbrauchen von Äxten. Aber naja. Jetzt geht's wieder zurück und wir können unseren optischen Raumtrenner weiter ausbauen. Und natürlich auch das Häuschen, das sich jetzt schon so langsam entwickelt. Also im Vergleich zum Start von der Aufnahme hier sah das hier schon ein bisschen anders oder noch ein bisschen anders aus als jetzt. Und jetzt haben wir uns mal ein bisschen damit beschäftigt. Und es hat sich schon wieder was getan. Ja, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Fackeln können wir jetzt noch anbringen. Da eins hin. Wenn wir gleich da auch noch eins hin. Da auch, dann kann ich nämlich die wieder wegbauen. Hier eins hin, am besten in jedes Eck. Beziehungsweise in jeden Trenner vom Fenster einen hin. Dass wir da auch ein bisschen ins System reinbekommen. So. Ah ja, genau. Hier können wir auch gleich weiterbauen. Weil das hier natürlich auch noch nicht fertig ist. Deswegen würde ich sagen, dass dann wieder drüben auch wieder eine Reihe reinkommt mit einem Fenster. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Glas da. Doch, ich habe sogar da. Da ein Glas hin und hier der Treppenabgang. Den können wir aus Glas machen, beziehungsweise wieder ausstaffieren mit Glas. Da kommt dann sowieso unsere Birke hin als Trennwand. Wieder blöd. Wird man auch sehen können, was da sich draußen alles, verdammt, bewegt und fleucht und kreucht. Na. Und hier machen wir wieder zu. Mit Holz. Können wir ja später nochmal ein Fenster reinbauen oder ähnliches, aber jetzt müssen wir zuerst mal hier das fertig machen. 9 Birke werden aber, glaube ich, nicht reichen. Jetzt, dass ich runtergehe, muss das weg. Zielen. Aber das wird weg, dann kann man da Fackeln hin tun, weil es in der Nacht bestimmt wieder dunkel wird. Hier unten. Und ach, das kann sogar reichen. Ja, reicht, aber nach oben kann es halt nicht ziehen. Ja, müssen wir nochmal rausgehen und Birke sammeln. Und das Bett, das können wir eigentlich hier runter verfrachten. So als Nachtschränke eine Truhe hin oder eine Crafting Box oder eine Truhe oder TNT oder zum Beispiel eine Kuh. Oder wäre es gleich mit dem Creeper, das wäre auch noch was. Was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, ist die Decke ziehen und diese einzelnen Löcher hier ausstopfen. Und natürlich den Sandstein. Den habe ich natürlich ganz vergessen, aber ehrlich gesagt, ich habe ihn nicht vergessen. War jetzt wie sagt man denn da? Egal. Also hier übrigens die Wassertexturen sehen ganz nett aus, wie ich finde. Und was ich mir, wie gesagt, überlegt habe, ist, dass wir hier unten vielleicht so eine Art Eingang machen, der dann praktisch in den Keller von dem Haus führt. Und hier kommt dann sowieso noch der Weg nach oben zum Haus, den können wir dann auch noch bauen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ihn heute sogar noch in der Aufnahme. Kommt drauf an, wie müde ich dann demnächst bin. Aber sonst sieht es eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Und hier... Hier können wir eigentlich, was können wir denn da hinmachen? Sieht schon ein bisschen kahl aus. Hier kommt ein Bild hin, genau. Wir haben ja noch Bilder zur Verfügung. Können wir die auch noch nehmen. Und jetzt mache ich das hier einfach mal zu. Da nichts.